Das ist dann quasi der Kompass aus den Zelda-Spielen. Und ich muss jetzt noch... Wo bin ich jetzt überhaupt? Da ist hier mal... Wo zum... Da ist ein... Ah, das ist noch ein Artefakt, okay. Wo zum Geier bin ich? Na klar, dass ich der Pfeil bin, aber wo ist der Pfeil? Ah, da. Ah. Okay, ich muss einen Stockwerk runter, das weiß ich. Wie dumm kann man eigentlich sein? Wenn wir jetzt übrigens nicht alles erwischen, werde ich das später nachholen, denn alles kann man im momentanen Verlauf gar nicht holen, weil wir gewisse Items noch nicht haben. Und ich Trottel bin natürlich den ganzen Weg zurückgelatscht, den ich eigentlich gar nicht hätte zurücklatschen müssen. Einfach aus Dummheit und weil ich gar nichts besser zu tun hatte anscheinend, als das Let's Play hinauszuzögern. Greifst du mich noch einmal an? Hey, komm, hau mal ran! Alter Spanier. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich den bis da rüber werfe. Hat eigentlich jeder nicht gerechnet, dass ich den mit dem anderen werfe. Also nochmal kurz zum Thema zurück, dass ich jetzt irgendwie wieder komplett lernte Richtung gesprochen habe. Es gibt die Chance, dass ich hier so Fanprojekte mache, wo ihr gegen mich spielen könnt. Einzige unter Anführungszeichen Bedingung ist, dass ihr das Spiel habt, keine Cheater seid und ja, das war's eigentlich. Ich muss da doch wieder rechts rüber, also habe ich mich nicht getäuscht. Das heißt, die Kletterpassage hier muss ich erledigen. Nein! Ich hab's gleich. Versprochen. Ich wollte eigentlich bis zu Tiamat diese Aufnahme. Dass das jetzt nicht so flüssig läuft, gefällt mir gar nicht. Eigentlich... Na okay, es ist apokalyptisch, aber... Eigentlich hätte das kein Problem sein dürfen. Muss ich da hinten wieder rum? Und wenn ich nur vor den Toren ihres Nestes stehen würde, wäre mir das schon recht gewesen. 16, 17, die 18. ist. Entschuldigung, ich habe gerade laut überlegt, bis wann die Folge hier fertig ist. Aber ich kann gerade... Okay, ich habe noch ein bisschen über 10 Minuten. Das heißt, das reicht. Und hier wird jetzt gerade was Lustiges passieren. Diese Plattform hebt sich nämlich. Das Dach öffnet sich. Spektakulär. Damit ist dieses Siegel gebrochen und das Spiel speichert gerade. Ich hab's gesagt, ich wollte zu... Ich
kann gerade echt drauf zu Tiamat. Es ist meine Überlegung, mache ich den Kampf jetzt noch? Zeige ich sie euch nur? Oder überlege ich, verschiebe ich das Ganze dann ganz in die nächste Aufnahme? Wenn ich es allerdings in die nächste Aufnahme verschiebe, heißt das, ich muss den Kampf ohne Aufwärmübungen machen. Ich verschiebe es in die nächste Aufnahme, es ist mir egal, dass ich mich da nicht aufwärmen kann. Jetzt zumindest. Später werden wir sehen. Spielstand 3 ist unser, ja. Der zweite, das war ein Zwischenspeicher beim Becken. Da dachte ich nämlich, habe ich den schwersten Bosskampf vor mir. War dann ein Kinderjause, ich habe dann bis heute nicht gelöscht. So, gespeichert ist. Und bevor wir hier diese Treppen hochgehen, ist die Aufnahme zu Ende. Tut mir sehr leid für euch. Ihr werdet hier mal das beim nächsten Mal sehen. Wobei für euch wird da eh nicht viel Abstand dazwischen sein, denn ich werde das jetzt wahrscheinlich so schneiden, dass jetzt das Ende hier der erste Teil der nächsten Folge ist und dann jetzt gleich hier der neue Teil drankommt, weil mir von der Zeit her das gerade so dumm fällt. Aber das ist mir lieber, als wenn ich jetzt den Kampf anfangen würde und dann die Aufnahme abbrechen müsste, weil jetzt dann nicht mehr viel Platz auf der Platte ist. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen, freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Schreibt mir in die Kommentare, auch zwecks dem Multiplayer-Spielen, dass wir dann aktuell in diese Folge hier ankommt. Und damit sage ich ganz großes Dankeschön. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir der Fledermauskönigin Tiamat eins auf die Rübe geben. Bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal. Willkommen zurück zum Let's Play Darksiders, meine Freunde der netten Unterhaltungskultur. Ihr musstet jetzt doch nicht so lange warten, bis ihr den Kampf gegen Tiamat seht. Ich hoffe zumindest, dass ich jetzt nicht allzu weit laufen muss. Aber ich schätze mal, wir müssen das Zelt typisch vom Eingang der Zwillingskathedrale. Nein, wir stehen direkt vor der Tür. Das ist ein Luxus, Leute, das ist echt heftig. Okay, wir haben keine Heiltränke, nur noch eine halbe Energieleiste. Einen Zornbalken voll, keine Zornraschenbehälter mehr. Und wir haben letztes Mal die Zwillingskathedrale bis auf den letzten Raum jetzt abgeschlossen, zumindest so weit wir da schon rein können. Und jetzt geht's die Treppen hoch zu Tiamat, der Fledermauskönigin. Wie gesagt, ich hatte jetzt die schwierige Entscheidung, lasse ich euch die 8 Minuten Folge vom letzten Mal, was jetzt noch übrig war, extra ansehen. Oder warte ich noch mit bis zur nächsten Aufnahme? Ich habe mich dazu entschieden, bis zur nächsten Aufnahme zu warten und euch das Warten nicht allzu lange hinauszuzögern. Und jetzt würde ich sagen, let's rock, denn jetzt wird's schwer. Und ich halte meine Klappe. Der Rat, die Reiter. Zu gewöhnlichen Attentätern degradiert. Oder hat Samael deine Loyalität gekauft? Wenn du käuflich bist, Reiter, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Meine Bedingungen werden dir nicht gefallen. Ja, und damit geht's auch schon ab in den Kampf Tiamat, die Fledermauskönigin. Das ist der erste Kampf, wo man mit der Tastatur echt Probleme hätte, wenn man damit Tastatur spielen würde. Das nimmt kein gutes Ende für dich, Reiter. Das sehen wir alles noch, Tiamat. Verdammt. Ach Gott. Das müssen wir hier anpeilen. Dann die Bombe an der Fledermaus und dann, ja. Klingt alles ganz einfach.
Ist es aber nicht. Ja, nach einem halben, nach einer halben Energieleiste. Das Video kann man leider auch nicht überspringen, das heißt, doch kann man. Gott sei Dank. Ich habe mich vorher jetzt nicht eingespielt, das heißt, seit der letzten Aufnahme nichts gespielt. Du hättest mein Angebot annehmen sollen. Wie schade. Und die ist doch schon eine Weile her, weil ich jetzt ziemlich viel mit Anno 2070 verbracht habe. Jawohl. Wenn ich den treffe, kommt es zum Absturz und ich habe halt den Schwert behalten. War noch kurz, aber immerhin. Nice. Das nimmt kein gutes Ende für dich, Alter. Das werden wir alles noch sehen. Oh je. Ja. Hui. Ja, da geht der Action ab. Getroffen. Wenn ihr jetzt weiß ich ja, wie ich gegen jemand vorgehen muss, wenn ich das erste Mal gespielt habe privat vor 2 Jahren, war der Kampf schon recht heftig. Weiter geht's. Wow. Langsam. Ich bin einer der Auserwählten. Ja, das wusste mir vorhin auch schon. Oh. Gibt's ja auch keine Bomben mehr, wie man sieht. Weil die nämlich jetzt nicht mehr in die Luft geht. Sonst vorerst nicht. Ah, jetzt. Genau. Endlich eine verdammte Flehung auf. Nein! Weg da, weg da, weg da, weg da! Zu spät. Das ist immer diese echten Sequenzen, mit der ich sie zurückschlagen muss. Der dann sofort irgendwie noch Schaden zufügen muss. Das ist mal leicht zu langsam und das ist mein Problem. Ja, es hat doch niemand behauptet, dass die Kämpfe einfach wären. Zumindest hab's ich nicht behauptet. Und damit beginnt das Spiel von Neuem. Das nimmt kein gutes Ende für dich, Alter. Nein. Nimm die Bombe, anpeilen, anpeilen, abdrücken.